Hallo zu What's Dart, McDart erklärt den Dartsport. Heute präsentieren wir euch einmal die Worthalterung Profix. Dafür habe ich meinen Kollegen Seba wieder dabei, der mir dabei hilft. Hallo. Und das ist die Worthalterung Profix. Eine sehr gute Alternative zur Standardwandhalterung. Kann ich nur empfehlen. Wird so geliefert in zwei Teilen, inklusive Befestigungsmaterial. Was brauchen wir noch dafür? Wir brauchen dafür noch ein Maßband zur Festhaltung der Höhe und natürlich zur genauen Ausrichtung des Boards die Wasserwaage. Aber fangen wir erstmal an mit der Höhe. Wir brauchen wieder unsere 1,73. Seba, darf ich dich bitten, einmal die 1,73 zu markieren. Das Ganze machen wir jetzt hier zu zweit, da es einfacher ist. So, nun haben wir die 1,73 markiert. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Halterung über den markierten Punkt legen, anschließend die vier Schrauben festziehen und dann haben wir schon die Halterung an der Wand. Nun kommen wir zum zweiten Teil, welchen wir an das Dartboard schrauben müssen. Im Dartboard sehen wir mittig die vorgefertigte Bohrung. Darüber legen wir unsere Halterung. Versuchen bzw. müssen das mittlere Loch über die Bohrung des Dartboards legen. Anschließend können wir außen herum die drei Löcher benutzen, um die Schrauben festzuschrauben. Wir haben hier spezielle Holzschrauben und auch das Material des Dartboards ist so, ich sag mal so weich, dass ihr mit dieser Holzschraube problemlos ins Material des Boards eindringen könnt. Das heißt, wir müssen die Löcher hier nicht vorbohren, einfach mit dem Schraubenzieher reindrehen und fest ist das Ganze. Wir haben nun den zweiten Teil am Board festgeschraubt und können das Ganze jetzt an die Wand bringen. Dafür einfach das Board nehmen und mit dem zweiten angeschraubten Teil der Profix-Halterung feste in die Halterung ziehen. Damit ist das Ganze an der Wand, ist stabil, kann so nicht abfallen. Jetzt benutzen wir natürlich noch die Wasserwaage, um das Ganze auszubalancieren. Dazu legen wir die Wasserwaage oben ins 20er Feld und justieren das Ganze dementsprechend, dass wir die Luftblase in der Mitte der Wasserwaage haben. So, wenn das Ganze dann passt, dann hängt das Board perfekt und wir können ein paar Probewürfe machen. Wie gesagt, Profix Boardhalterung ist eine bessere Alternative zur Standardwandhalterung. Was ihr dazu benötigt, hatten wir euch aufgelistet. Einmal die Profix Wandhalterung, dann das Maßband und zum guter Letzt die Wasserwaage. Alles bei uns im Shop als Set erhältlich.